Wenn wir ein Standardberechnungsschema anwenden, welches von den großen Versicherungskonzernen benutzt wird, um die Wahrscheinlichkeit zu kalkulieren, dass diese Ereignisse innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren irgendwann genau zusammenfallen, erhalten wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 300 Tritrillionen. Diese Zahl hat 41 Nullen. Es ist immer noch mehrere Billionen Mal mehr als alle Sandkörner auf der Erde. Wissenschaftler haben mit Hilfe von Supercomputern geschätzt, dass die Anzahl der Sandkörner auf der Erde 7 Quintillionen beträgt. Eine Quintillion hat 18 Nullen. Anscheinend dienten die Drills der Katastrophenhelfer als Tarnung für eine Regierungsoperation. Wir finden alle Merkmale eines regierungsgesteuerten Terroranschlags. Nur die britische Regierung hatte das Know-how, um die Attacken durchzuführen und die Situation vor, während und nach der Operation zu kontrollieren. Natürlich gibt es dann auch all die anderen zugegebenen Fälle, in denen die britische Regierung Terroristen angeheuert hatte, um Attentate und Anschläge durchzuführen, als Vorwand, die politische Kontrolle zu festigen. Die zentrale Frage ist, qui bono, lateinisch für wer profitiert. In den Wochen vor 7/7 war Tony Blairs Zustimmungsrate in der Bevölkerung auf die niedrigsten Werte in seiner 7-jährigen Amtszeit gefallen. Seine Labour-Partei erwartete eine sichere Niederlage bei den Parlamentswahlen. Die Zustimmung in der Bevölkerung zum Krieg war desaströs. Obwohl die 7/7-Anschläge die Zustimmung für Tony Blair und für den Krieg anhoben, konnte der Premierminister nur ganz knapp die Kontrolle im britischen House of Commons behalten. Nach den Anschlägen brachte Blair eine Serie tyrannischer Gesetze auf den Weg, die die Presse und die Versammlungsfreiheit attackierten und den Weg ebneten für eine totale Machtübernahme via Kriegsrecht durch das Civil Contingencies Gesetz. Natürlich fanden die Anschläge statt, während sich die Staatsoberhäupter in Schottland trafen. Bush und Blair konnten sich profilieren, die Attacken mit dem Irak in Verbindung bringen und ihren Krieg dadurch legitimieren. Obwohl das G8-Gipfeltreffen am 7. Juli in England stattfand, hatte die britische Regierung Anfang Juni die Bedrohung für das Londoner U-Bahn-Netz als niedriger eingeschätzt und das Sicherheitsniveau vermindert. Uns wurde gesagt, wir wären in den Irak eingefallen, um dem Land Freiheit zu bringen. Pläne des Pentagons enthüllen jedoch, dass in Wirklichkeit der Plan verfolgt wurde, den Irak zu balkanisieren, in 3 oder 4 Teile zu spalten und einen dauerhaften Bürgerkrieg anzuzetteln. Es sollte sichergestellt werden, dass das Chaos im Irak anhält, um den Bau von dauerhaften Militärbasen zu rechtfertigen und um langfristige Profite für die Vertragspartner des Militärs zu sichern. Machen die Konzerne mehr Geld, wenn das Militär 1 Jahr oder die geplanten 10 Jahre im Irak bleibt? Amerikanische, britische und israelische Streitkräfte wurden wiederholt dabei erwischt, Terroranschläge im Irak durchzuführen, um den Krieg am Laufen zu halten. Sehen wir uns ein Beispiel genauer an. Ende September 2005 töteten 2 britische Soldaten der SAS-Spezialeinheit in Basra an einem Checkpoint einen irakischen Polizisten und verwundeten einen weiteren. Nachdem man sie überwältigt hatte, wurde eine große Menge Plastiksprengstoff, mehrere automatische Waffen, Panzerfäuste sowie weitere Materialien zur Bombenherstellung in ihrem Fahrzeug gefunden. Warum schießen Soldaten von Großbritanniens elitärster Spezialeinheit, der Special Air Services, als Araber verkleidet auf irakische Polizisten und fahren in einem Wagen voller Sprengstoff durch eine Stadt, die vom Bürgerkrieg gebeutelt ist? Der Gouverneur von Basra hatte angeordnet, dass die beiden Briten für den Mord, den sie begangen hatten, vor Gericht gestellt werden. Innerhalb von Stunden nach der Verhaftung griffen Dutzende britische Panzer und hunderte britische Soldaten das Polizeihauptquartier in Basra an. Dabei wurden mehrere irakische Polizisten und Gefängniswärter getötet und die 2 SAS-Soldaten wurden erfolgreich befreit. Über 150 Häftlinge entkamen. Die etablierten Medien berichteten über den Vorfall, als wäre es keine große Sache gewesen. Wir können nicht auf den endgültigen Beweis warten, auf den rauchenden Colt, der in Form einer nuklearen Detonationswolke kommen könnte. Die Vereinigten Staaten wissen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt. Saddam Hussein besitzt bereits 2 von 3 Schlüsselkomponenten für den Bau einer Atombombe. Anfang Februar 2006 gaben Mitglieder der britischen Regierung vertrauliche Dokumente an die Presse weiter. Die US-Regierung bestätigte die Echtheit dieser Dokumente, die unter der Bezeichnung White House Memo bekannt sind.
Sie sind das Protokoll eines Treffens zwischen George Bush und Tony Blair vor dem Beginn des Irakkriegs. Es wurde unter anderem die Option einer klassischen Operation unter falscher Flagge diskutiert. Saddam sollte dazu provoziert werden, ein unechtes UN-Flugzeug abzuschießen. Präsident Bush erzählte Tony Blair von diesem Plan bei einem Treffen im Weißen Haus am 31. Januar 2003, 6 Wochen vor Kriegsbeginn, wie die London Times berichtete. Zitat: Präsident Bush hatte Pläne, um Saddam Hussein in einen Krieg hineinzuziehen. Ein Flugzeug in den Farben der UN sollte den irakischen Luftraum überfliegen, in der Hoffnung, dass der Diktator es abschießen lassen würde. Das Memo enthielt auch den Plan Bushs, irakische Überläufer der Öffentlichkeit zu präsentieren, die dann behaupten sollten, sie hätten Massenvernichtungswaffen im Irak gesehen, die in Wirklichkeit nicht existierten. Es ist mittlerweile absolut bekannt, dass die USA und Großbritannien den Bürgern, dem Kongress und dem Parlament wissentlich falsche Beweise aufgetischt haben, um die nötige Unterstützung zu bekommen. Wir wollen vermeiden, dass der rauchende Colt eine atomare Detonationswolke sein wird. Als 2006 der Kongress drohte, den Patriot Act nicht zu reautorisieren und auszuweiten, kündigte Bush an, er würde das Gesetz auch dann weiter benutzen, wenn es kein Gesetz mehr ist. Dies, laut Definition, ist eine Diktatur. Als herausgefunden wurde, dass Bush Reporter, Zeitungen und Fernsehsender mit insgesamt 1,6 Milliarden Dollar in einem Zeitraum von 2 Jahren bestochen hatte, erklärte das Amt für den Staatshaushalt die Sache für illegal. Jede einzelne Bestechung war ein Verbrechen und es gab Zehntausende dieser Vorfälle. Präsident Bush sagte einfach, er stünde über dem Gesetz, es sei egal, dass der Kongress diese Praxis für illegal erklärt hat und er werde diese Praxis fortsetzen. Wenn Staatsfunktionäre verkünden, dass sie über dem Gesetz stehen, dann lebt man in einer Diktatur. Wir haben während unserer Arbeit beim Geheimdienst herausgefunden, dass bestimmte Individuen in der Presse im Auftrag der Geheimdienste die Leser beeinflussen. Man kann in Großbritannien sehr leicht Leute belohnen mit Privilegien, Verträgen, Ehrungen, einem Sitz im House of Lords oder mit einer Nennung zum Ritter. Es muss also nicht unbedingt mal Geld den Besitzer wechseln, aber diese Leute wissen ganz genau, dass es ihr Job ist, die Propaganda der Geheimdienste zu verbreiten. Ich hätte natürlich kein Problem damit, wenn die Geheimdienste offen in den Medien für eine Sache argumentieren würden. Sie müssten sich zu erkennen geben, wie jeder andere auch, und sie müssten erklären, warum sie einen bestimmten Standpunkt vertreten. Glücklicherweise wurden durch die Veröffentlichung unseres Buches Spies, Lies and Whistleblowers 2 einflussreiche Journalisten enttarnt, die für den Geheimdienst arbeiteten. Dominic Lawson und Con Cockley mussten beide beim Sunday Telegraph kündigen, denn sobald man enttarnt wird, ist die Glaubwürdigkeit dahin. Die Leute würden einfach sagen, was die beiden schreiben, ist ihnen vom MI6 vorgegeben worden. Als der Kongress Bush darüber in Kenntnis setzte, dass geheime Verhaftungen und Folter illegal seien, ließ er einfach seinen Justizminister John Ashcroft eine Erklärung verfassen, wonach diese Dinge gesetzlich wären. In den sogenannten Folter-Memos erklärte Ashcroft, dass man einfach Folter in Druck umbenennen würde und dass es akzeptabel sei, wenn ein Gefangener in Haft an Folter sterbe. John Yoo, der Berater des Weißen Hauses, ging sogar noch weiter. In seinen Memos an den Präsidenten, die vom Militär als Richtlinie für den Einsatz von Folter benutzt wurden, schrieb er, dass sogar kleine Kinder vor den Augen ihrer Eltern gefoltert werden dürften, in einigen Fällen sogar sexuell. Präsident Bush ist erschreckenderweise dazu übergegangen, Gesetze zu unterschreiben, die nicht vom Kongress abgesegnet worden sind. Bush ließ auch durch die NSA ohne die notwendigen richterlichen Anordnungen und Durchsuchungsbefehle amerikanische Bürger ausspionieren. Er meinte, er hätte die Exekutivgewalt, jedes Gesetz, das ihm nicht passt, zu ignorieren. Das Posse-Comitatus-Gesetz von 1878 verbietet dem Militär, Gesetzeshüterfunktionen gegen die amerikanische Bevölkerung auszuüben. Bush wurde dabei erwischt, wie er die Defense Intelligence Agency, eine Abteilung des Pentagons, dazu benutzte, um friedliche Antikriegsaktivisten auszuspionieren. Wieder behauptete Bush, er stünde über dem Gesetz. Die Verfassung würde ihm das Recht einräumen, das amerikanische Volk auszuspionieren. Natürlich steht in der Verfassung und in der Bill of Rights genau das Gegenteil. Inmitten dieses Skandals behauptete der scheidende Chef der National Security Agency in einer Erklärung vor dem Nationalen Presseclub, dass in Amerika keine richterlichen Anordnungen benötigt werden. Er reagierte ungehalten auf einen Reporter, der sagte, dass ein hinreichender Verdacht nötig sei, um jemanden zu durchsuchen. NSA-Chef Hayden meinte, eine Durchsuchung müsse einfach nur begründet sein und die Regierung würde festlegen, wann dies der Fall ist. Der 4. Verfassungszusatz legt fest, dass ein hinreichender Verdacht nötig ist, um eine Durchsuchung durchzuführen, die das Recht der Bürger auf Schutz vor ungesetzlichen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen nicht verletzt.
Der vierte Verfassungszusatz schützt vor unbegründeten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Das Maß ist hinreichender Verdacht. Im vierten Verfassungszusatz steht unbegründet.